Hi Leute und herzlich willkommen bei den News vom 10.05.2012 und es geht auch schon direkt los mit folgendem Thema. Square Enix kündigt zum Release-Termin von Hitman Absolution die Hitman Sniper Challenge an. Square Enix hat jetzt die Hitman Sniper Challenge enthüllt, eine Initiative zum Belohnen der Vorbesteller und zum Freischalten von Inhalten für Hitman Absolution. In der Anwendung, die exklusiv für GameStop Vorbesteller zugänglich ist und ab dem 15. Mai verfügbar sein soll, müsst ihr von einem Hochhaus aus verschiedene Ziele eliminieren und so Punkte verdienen. Bei guten Leistungen schaltet ihr so Inhalte für das am 20. November erscheinende Hitman Absolution frei. Durch die Ranglistenfunktion könnt ihr eure Leistungen auch mit denen eurer Freunde vergleichen. Max Payne 3 – Neue Infos und Bilder zum Crew-Feature. Es sind neue Bilder zu dem Crew-Feature, der Funktion zum Gründen und Verwalten von Clans von Max Payne 3 aufgetaucht. Mit diesem kann man im Social Club Rockstar Social Gaming Community eine Multiplayer-Gruppe erstellen und mit dem Emblem-Editor sogar Aufnäher für eure Charaktere erstellen. Mit eurer Crew könnt ihr dann Herausforderungen bewältigen, Gefechte mit anderen Gruppen organisieren und sonstige andere Aktionen starten. Darksiders 2. THQ bestätigt Collector's Edition für den deutschen Markt. Der Publisher THQ hat heute bekannt gegeben, dass eine Veröffentlichung der Darksiders 2 Collector's Edition in Deutschland nichts im Wege steht. Erscheinen soll diese für PlayStation 3, Xbox 360 und den PC. Die Collector's Edition zu Darksiders 2 wird unter anderem den DLC Argul's Tomb Pack, eine Shadow of Death Rüstung, ein Sensenset, das Artbook sowie den offiziellen Soundtrack zum Spiel enthalten. Das Highlight dieser Edition ist die lebensgroße Nachbildung der Maske des Hauptcharakters Todd, welche mit einem Ständer ausgeliefert wird und in einem eurer Regale Platz zu finden. Bei dem zweiten Teil des Spiels übernimmt der Spieler die Kontrolle über einen der vier apokalyptischen Reiter. Im ersten Teil war Krieg der Protagonist des Spiels, jetzt verfolgt er in der Story die Geschehnisse rund um den Charakter Tod. In der Spielwelt lauern mythologische Monster und fordernde Endgegner in Dungeons und Leveln über der Erdoberfläche. Um den Gefahrengebirn zu begegnen, stehen magische Waffen und Rüstungen zur Verfügung. Die Grundausstattung der Offensiv- und Defensivgegenstände lässt sich dabei steigern und erweitern. Darksiders 2 wird am 26. Juni 2012 im Handel erscheinen. Und Bioshock Infinite, verschoben auf Februar 2013. Gerade wurde von 2K Games bekannt gegeben, dass das Team um Bioshock Infinite den geplanten Release-Termin im Oktober 2012 nicht einhalten kann und den geplanten Termin des Spiels deswegen auf den Februar 2013 verlegen muss. Kevin Levine vom Entwickler Irrational Games äußerte sich zu der Verspätung. Als wir Bioshock Infinite im März angekündigt haben, waren wir zuversichtlich, dass das Timing betrifft. Seitdem haben wir aber gemerkt, dass bestimmte Änderungen und Anwandlungen Bioshock Infinite zu einem noch besonderen Titel machen würden. Deswegen, um unserem talentierten Team die nötige Zeit zu geben, haben wir uns entschlossen, das Spiel auf den 26. Februar 2013 zu verschieben. Wir wollten, dass unsere loyalen und sehr geduldigen Fans das so schnell wie möglich erfahren. Auch ist es nicht mehr geplant, Bioshock Infinite auf den großen Events diesen Sommers, darunter auch Gamescom und E3, vorzustellen oder gar spielbar zu machen. Die Vorbereitungen auf diese Events werden dem Team laut Levine wertvolle Wochen an Arbeitszeit nehmen, die nun besser verwertet werden können. Kommt GTA 5 doch schon im Oktober? Nachdem der Publisher 2K Games gestern bekannt gegeben hat, dass man das Spiel Bioshock Infinity kurzfristig auf den Februar 2013 verschoben hat, trafen nun einige neue Informationen zu diesem Thema ein, welches das Spiel GTA 5 wieder ins Gespräch bringen. Der Branchenanalyst Michael Pachter vermutet nun, dass die Verschiebung des Titels mit einem Release von GTA 5 im Oktober 2012 gemeinsam haben könnte. Er meint, dass er die Situation schnell durchschaut habe. Hierbei würden ja die beiden Titel zeitnah aufeinander veröffentlicht werden, welches für einen Release im Oktober spricht.
Aber es könnte auch sein, dass der Entwickler etwas mehr Zeit benötigt, um den Titel Bioshock Infinity fertigzustellen. Wann GTA 5 nun genau im Handel erscheinen wird, werden wir wohl erst in den nächsten Monaten erfahren. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Sega entscheidet sich gegen einen Auftritt auf der Gamescom 2012. Gegenüber Game Industry Biz bestätigte der Entwickler und Publisher der Sonic-Reihe, dass man keinen Stand auf der diesjährigen Gamescom in Köln haben wird. Obwohl die Gamescom die größte europäische Konsumenten- und Handelsmesse für Videospiele ist, geht Sega davon aus, dass die Messe keine Auswirkung auf die Verkaufszahlen der kommenden Titel hat und ihnen auch nicht andersweitig Vorteile bringen kann. Sega hat die Entscheidung getroffen, dieses Jahr die Gamescom nicht zu besuchen, so der Publisher in einem Statement. Gamescom 2012 war ein sehr erfolgreiches Event für uns und bleibt das wichtigste europäische Event auf unserem Kalender. Unglücklicherweise harmoniert die Planung unserer 2012er AAA-Titel und neuer Projekte nicht mit dem Termin der Gamescom Mitte August. Die Entscheidung bedeutet nicht, dass wir niemals wieder die Gamescom besuchen werden. Dies ist lediglich eine kommerzielle Entscheidung für das Jahr 2012. Neben Sega haben auch schon Nintendo und THQ einen Auftritt bei der Gamescom 2012 abgesagt.